Die Suche nach einem geeigneten Schreibtischstuhl für mein Setup hat mich nach ein wenig Recherche zu den Stühlen von Secret Lab geführt. Diese bieten drei verschiedene Varianten an, wovon ich euch heute in diesem Video gerne die Omega-Serie vorstellen möchte. Falls ihr an dieser Stelle den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Nun geht's aber los, was der Stuhl so kann und für wen er sich eignet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie bereits erwähnt, gibt es drei verschiedene Varianten der Secret Lab Stühle. Einmal die Thron-Serie, die Omega-Serie und die Titan-Serie. Je nach Größe, Gewicht und Materialien könnt ihr euch hier für ein Modell entscheiden. Ich in meinem Fall habe mich für die Omega-Serie entschieden. Anschließend können noch Entscheidungen über die Materialwahl, die Farbe und Special Editions gefällt werden. So könnt ihr euch den Stuhl individuell zusammenstellen. Ich in meinem Fall habe mich für das Prime PU-Leder in der Farbe Schwarz entschieden. Der Aufbau des Stuhls hat mich etwa eine Stunde gekostet. Die Anleitung ist gut nachvollziehbar, allerdings nur in Englisch verfügbar. Ich empfehle euch, den Stuhl zu zweit aufzubauen, da dies deutlich einfacher und natürlich auch schneller geht. Neben dem Stuhl selbst im Lieferumfang mit dabei waren zwei Kissen. Eines für den Nacken, das um den Stuhl geschnallt werden kann, und eines für den Rücken, das frei verschoben werden kann. Besonders das Rückenkissen ist sehr bequem und ermöglicht ein aufrechtes Sitzen, wodurch bei mir ganz klar Rückenschmerzen bei zu langem Sitzen vorgebeugt werden. Das Nackenkissen ist eher bei entspannterem, zurückgelehnten Sitzen, zum Beispiel bei YouTube-Videos schauen, im Einsatz. Stundenlanges Sitzen, Arbeiten oder auch Zocken ist für mich also nun kein Problem mehr. Klassische Funktionen wie eine Höhenverstellung des ganzen Stuhls sowie der Lehnen ist natürlich mit dabei. Zudem könnt ihr die Lehnen noch nach vorne und nach hinten verschieben oder auch seitlich anwinkeln. Das nach hinten Neigen der Rückenlehne ist selbstverständlich möglich, wobei hier auch schon ein echt cooles Feature der Secret Lab Omega vertreten ist. Denn ihr könnt die Lehne richtig weit zurückstellen, also so richtig weit, und zwar ohne umzukippen. Das ist bei den ersten Versuchen echt ungewohnt, aber eine wirklich coole Sache. Ihr könnt also theoretisch die Rückenlehne bis zur Liegeposition zurückstellen und auf dem Stuhl schlafen oder ganz entspannt im Liegen zum Beispiel einen Film schauen. Die Qualität der Secret Lab Omega ist dem Preis entsprechend wirklich sehr hochwertig. Die Nähte sind alle wie gewünscht angebracht, nichts knatscht oder wackelt. Das verwendete PU-Leder ist ebenfalls sehr hochwertig und vor allem sehr unanfällig für Schmutz. Die Verarbeitung ist also so wie gewünscht, da habe ich wirklich nichts zu beanstanden. Design ist ja bekanntlich Geschmackssache. Ich finde die Omega-Serie aber persönlich sehr schick und minimalistisch, gerade in meiner Farbwahl. Wer auf mehr Farbe steht, zum Beispiel für einen Gaming-Stuhl, der kann aber hier natürlich frei wählen. Kleine Akzente wie das Secret Lab-Logo oder das Omega-Symbol werten den Stuhl zusätzlich auf. Gerne dürft ihr mir eure Meinung dazu aber mal in die Kommentare schreiben. Ideal ist der Schreibtischstuhl zusammengefasst also für Bürotätigkeiten, wenn man lange am Schreibtisch sitzt und wie ich in meinem Fall etwas für die Uni macht oder YouTube-Videos schneidet. Außerdem natürlich auch für Gamer, die ebenfalls lange am Computer oder vor der Konsole sitzen. Zu guter Letzt natürlich auch für Unterhaltungszwecke, denn auch Filme schauen ist wirklich entspannt, gerade dadurch, dass man die Rückenlehne ebenso weit nach hinten verstellen kann. Wenn ihr also einen wirklich hochwertigen, ergonomischen und bequemen Stuhl sucht, dann könnte dieser ideal für euch sein. Alternativ passen natürlich vielleicht auch die anderen Varianten besser zu euch. Aktuell ist der Secret Lab Omega von 440 Euro auf 329 Euro reduziert, sprich 25%, was ein wirklich guter Preis ist, gerade verglichen mit zum Teil wirklich schon ziemlich teuren Schreibtischstühlen, zum Beispiel vom gelben Möbelhaus. Kommen wir nun auch schon zu meinem Fazit. Wie ihr merkt, ich bin wirklich ziemlich zufrieden mit diesem Schreibtischstuhl und möchte ihn durch die tägliche Nutzung in den letzten Monaten auch wirklich nicht mehr missen. Ihr dürft mir nun eure Meinung zu diesem Schreibtischstuhl gerne unten in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und welchen Schreibtischstuhl nutzt ihr aktuell? Auch das dürft ihr mir gerne einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen, würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, und natürlich die Glocke aktiviert, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!